Heute in Speedrandale macht Mega Man auf 16-Bit. Wie geil. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Folge. Speedrandale ist angesagt und ich sag einfach mal, dass es eine wunderbare Folge wird. Jetzt musst du das erfüllen, Osir. Ja, natürlich. Ich hatte lange Zeit zum Trainieren. Es ist mal wieder soweit. Ich darf endlich wieder Mega Man Speedruns zeigen. Ja, ich habe mich schon darauf gefreut, dass du es vor einiger Zeit mal erwähnt hast. Du trainierst ja immer wieder mal ein paar Sachen. Wir haben zuletzt ja auch noch mal vor einiger Zeit, auch wenn es mehr Rando war, aber da kommen ja deine The Messenger Speedrun Skills dann wieder ein bisschen durch. Ein bisschen. Aber Mega Man, das geht natürlich immer. Und speziell, ich glaube, diese spezielle Ausgabe von Mega Man hat ein bisschen ja auch noch nicht bei Speedrun. Nee, noch gar nicht. Deswegen ein Grund mehr, um das hier zu zeigen. Nämlich, wir spielen die Genesis-Version oder die Mega Drive-Version von Mega Man Wily Wars. Und das ist quasi ein Remake von den ersten drei Teilen. Hatte ich damals gehabt. Ich auch. Eine PAL-Version. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Verdammt, das ist super viel wert. Ja, es ist super viel wert mittlerweile, aber leider nicht mehr. Ja. Aber ich war auch schwer begeistert, muss ich sagen, als jemand, der eben keine NES hatte damals und immer neidisch geguckt hat zu den Mega Man-Spielen rüber, gerade 1 bis 6, und die vernünftig spielen kann. Jetzt in einer Collection auf dem Sega Mega Drive-Modul mit 16-Bit-Grafik und Musik. Ja. No? Wobei, die Version ist ja auch so ein kleines bisschen verpönt unter Fans, meine ich. Gerade jetzt in der Speedrunner auch. Ist auch ein bisschen unterschiedlich, also was das Gameplay angeht. Also die Gegner haben viel mehr Iframes, also Mashen bringt zum Beispiel gar nichts mehr. Also du musst schon getimed schießen. Und ja, generell dauert es alles ein bisschen länger. Und Gameplay ist ein Tick anders. Mhm. Aber dennoch, es ist wunderschön und die Musik ist fantastisch. Und allein deswegen schon lohnt es sich, das mal zu zeigen. Ja, wir haben es vor einiger Zeit auch noch mal in einem der Mega Drive Minis drin gehabt. Also wenn ihr es so ausprobiert, gegebenenfalls war es auch irgendwo in den Download Collections noch mal drin. Also ich weiß nicht mehr, wo überall. Du hast so viele neue Mega Man Neuauflagen in den letzten Jahrzehnten gehabt. Also keine Ahnung mehr, wo genau das aufgetaucht ist oder nicht. Auch hier ein bisschen mehr Slowdown verglichen mit der NES-Version. Ja. Ich meine, es war auch eine Sache, wo dann das Gameplay aber adaptiert wird. Naja, es hat weniger Lag, zum Beispiel bei einigen Fenstern oder so, aber einigen Screens gibt es weniger Lag, weil Mega Drive schon ein bisschen stärker ist. Dennoch gibt es noch ein paar Slowdowns, aber das werden wir dann sehen. Also Mega Man 3 spielst du aus der Serie hier, natürlich auch einer deiner Lieblingsteile, wenn nicht sogar der Lieblingsteil. Musst du irgendwas vorab erklären, weil ich werde dich natürlich auch noch ein bisschen löchern dazwischen, aber mal gucken, wie konzentriert du sein musst. Also der Run unterscheidet sich schon relativ stark vom Original NES. Ich werde weniger Glitches zeigen oder zeigen können, weil es einige SIPs gar nicht gibt. Aber im Prinzip ist eigentlich sehr viel gleich. Okay, sehr viel gleich, nur in hübscher und mit hübscher besserer Musik. Mit ein bisschen besserer Musik. Ja gut, wir können ja gerne aufs Ingame schon mal schalten, wenn wir das schöne Intro hier sehen. Ich war begeistert, wie cool diese Sachen da ausschauen können. Das müsste ja auch so der... Ich meine, da müssten schon Super Nintendo Mega Mans rausgekommen sein, 7 und X. Ich glaube auch, auch schon da gewesen sein, nichtsdestotrotz die Originale da mal in diesem Paket drin zu haben. Ja. Also ich war sehr häufig gespielt, nicht zu weit gekommen auf Mega Drive, aber ich habe es trotzdem sehr gerne gespielt. In der langsameren PAL-Version. Wir spielen jetzt gerade die japanische. Ja. Richtig, ja. Ich muss auch zugeben, ich habe noch nie jetzt die japanische gespielt. Ich zocke daheim immer die US-Version. Und es könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen schnellere Texte haben, aber mal ich weiß gucken, was gar passiert. Nicht. Ja, vielleicht ist deine PB dann dadurch. Vielleicht. So. Gut. Spielst du mit dem PS4-Pad, bedeutet springen X, schießen Viereck, ne? Ja. Ich werde den Run, also ich werde so risky spielen, wie es geht. Ich werde nicht safe spielen. Was passiert, passiert. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Aber ich werde mich nicht zurückhalten. Okay, dann das sagen wir. Mach gerne den Countdown und wir ballern rein. Alles klar, dann mach den Countdown. Okay. 3, 2, 1, go! Alright. Spezielle Reihenfolge? Also ist anders die Reihenfolge als auf dem NES hier, oder? Nicht wirklich, ne. Also ich bin auch sehr vertraut mit der Reihenfolge, von daher. Da sehen wir gleich der Slide. Natürlich Standardelement und super wichtig für schnelle Fortbewegung. Menü Damage Boosts. Dieser Pause-Buffer bringt nur, wenn ich auf Ledges drauf springe und davor ein Gegner ist. Und also, aber auch nur, wenn ich es perfekt mache, sonst also verlierst du eher. Du hast dann also keinen Knockback. Ist das hier das Resultat? Weil du bist ja normalerweise halt bei Mega Man nach hinten geworfen. Hier zum Beispiel kam ich ja raus. Ah, ich verstehe. Ja.
Genau wie hier, aber der ist ein bisschen schwerer, aber... Aber geschafft, ja. Ja. Oh, runter mit dir. Das heißt also, du musst auch sehr genau mit der Energie haushalten, damit du diese ganzen Boosts machen kannst. Also gerade die erste Stage ist voller Damage Boost. Aber es soll uns nicht stören. Ja, wir hätten echt gerne Wily Wars, hätte auf dem Super Nintendo auch gerne nochmal kommen können. Und 4, 5, 6 in der Grafik. Nicht nur 1, 2, 3. Wenn du nicht gerade Hardcore-Mega Man-Fan bist, kommen die auch nicht mehr so häufig vor. 4, 5, 6. Ja, aber ich war schon super glücklich damals mit dem Mega Drive-Modul. Also das erste quasi Remake oder Remaster-Remake, was mich begeistert hat. Das habe ich rauf und runter gespielt. Alle drei Teile hier. Okay, Topman. Fast. So, du spielst auch Risky, haben wir gesagt. Ah, das war zu risky. Zu risky. Der hatte nur noch 4, 5 Striche. Ah, egal. Du, vielleicht wirst du nicht ganz eine PB, die wir durch die Texte hier aufholen können. Bei der Probe eben hat es ganz gut geklappt. Der Schuss kam nicht raus. Warum auch immer. Ist das Timing random, wann die Kreisel runterkommen? Nee, eigentlich nicht. Der okay, Boss war eigentlich gescriptet, aber wenn man den nicht perfekt macht, dann... Der ist halt nicht so einfach, den perfekt hinzukriegen. Aber eigentlich ist es kein Problem. Ich weiß nicht, warum. Ja, es sah jetzt nicht unmachbar aus. Ja, gerade mal. Du brauchst ja auch noch keine anderen Waffen mit ihm. Energie wird wieder voll gemacht. Also du spielst gerade mit dem PS4-Pad. Natürlich grundsätzlich, bist du eher ein 6-Button-Pad oder 3-Button-Mega-Drive-Pad-Spieler? Also ich habe früher immer, ich hatte halt beide Pads, aber die meisten Spiele haben halt nur 3 Buttons gehabt. Mhm. Deswegen war es eigentlich relativ... Ich kann es ja auch nicht sagen von der Präzision her. Die Steuerkreuze sind natürlich anders. Mhm. Das 6-Button-Pad ist ja quasi der Saturn-Controller V0,5. Mhm. Und der ist ja auch super, finde ich, vom Controller her. Ja. Wobei ich mag auch den Mega Drive 3-Button-Controller des Steuerkreuzes. Es hat so eine gewisse Griffigkeit. Ja. No. Aber ich habe ewig nicht mehr damit gespielt, aber kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe noch ein Saturn-Pad daheim, was ziemlich cool ist. Ich hatte mir extra das bestellt mit USB-Anschluss, das Saturn-Pad. Habe ich auch. Und dann bemerkt, ich habe nicht das mit dem USB-Anschluss, sondern mit dem Saturn-Anschluss bestellt. Also habe ich jetzt noch ein extra Saturn-Pad neben meinen 3-4, die ich daheim habe. Also erster Auftritt Proto-Man. Das hat wenigstens relativ okay geklappt. Welche Stage hattest du jetzt hier gerade gewählt? Shadow-Man. Shadow-Man. Und mit dem kannst du mit den Kreiseln dann ordentlich... Richtig, ja. Übrigens hier, die Kreisel wurden gefixt in dieser Version. Die waren nämlich extrem beschissen in der NES-Version. Relativ buggy, haben sehr viel Energie gekostet und haben dich genockbackt. Das haben sie hier behoben. Hier ist die Waffe wirklich nützlich. Aber dafür haben sie die Magnet-Waffe hier verkackt. Oh, okay. Das werden wir aber später sehen. Also man sieht, es ist wirklich sehr nützlich, wenn du noch diesen Drehsprung dann hast. Der braucht doch nicht zu viel Waffenenergie, oder? Ja. Also der ist ja wirklich super praktisch. Du hast ja komplett Iframes für den gesamten Sprung dann. Richtig, ja. Naja, Iframes nicht wirklich. Nur wenn die Gegner auch One-Hits sind damit. Ah, okay. Sobald natürlich, dann bist du natürlich getroffen. Also für den Endboss ist es... Projektile natürlich auch. Mhm. Okay, right. Das sollte jetzt nicht das Problem gewesen sein. Ja. Der Bossfight ist easy. Und natürlich willst du am Ende jeden Bossfights möglichst in der Mitte landen, damit er nicht erstmal in die Mitte latschen muss, um ein bisschen Zeit zu sparen. Was jetzt dann sowieso egal ist, weil wir ja schon gestorben sind. Ja. Aber jetzt können wir gechillt spielen. Der Wechsel auf den 6-Button-Pad, also die haben hier noch nicht dann reingepackt, dass man irgendwie durch eine Taste durch alle Formen durchswitchen kann. Du musst das immer noch über das Menü machen, ne? Ja, richtig. Aber eine Neuheit ist, du kannst jetzt den C-Button vom Mega Drive als Start-Pause-Button benutzen. Okay, das ist ein bisschen praktisch, nützlich für Menuing. Ja. Und auch eben für die ganzen Pause-Boosts und alles, richtig, also wenn du dann rumgreifen musst sonst. So, Needleman als nächstes. Hier direkt erstmal Topman, Topspin nehmen.
Jetzt unsere neue Waffe. Oh, Shurikens. Ja, okay, also auch mit schrägen diagonalen Movements. Ja. Man kann sie in die Richtung halten, ne, wo du hinwerfen willst. Du musst danach entweder springen oder sliden, weil die Recovery immer so krass ist bei diesen Schuss. Du schießt und dann recovert er relativ lang. Aber wenn du springst oder slidest danach, dann nicht. Wir haben gesagt, wir spielen Risky. Mhm. Ich hoffe mal, der Boss wird mich nicht töten. Der ist nämlich sehr trollig manchmal. Du hast da noch mehr als genug Energie über, ne? Hoffen wir es mal. Beim Boss sterben wir immer direkt davor, dass du rausgeworfen wirst, ja, ne? Also nicht dann die alten Rücksetzpunkte weiter hinten. Na, lass das. Da trollt er schon ein bisschen. Ja. Uff. Okay, aber... Oh. Risky Popiski. Ja. Oh nein, ich muss jetzt ausweichen. Ich habe keine Energie mehr. Ja. PB ist übrigens bei mir 44-46. Mhm. Ja, war nicht sehr leicht, die Sub 45 zu knacken. Es hat ein Weilchen gedauert. Aber es geht. Weißt du, wo aktuell dann die Weltrekorde sowas liegen im Moment? Ah, ich habe jetzt nicht geguckt, aber vor ein paar Monaten war es noch, ich glaube, 42 von Blacktastic. Okay, also du bist nicht jetzt zu weit weg, wobei man weiß, gerade Mega Man Speedrandale. Das Ding ist, es gibt halt sehr viele verschiedene Versionen, die davon gerannt werden. Mhm. Es gibt einmal die Konsolenversion, dann gibt es Emulatorversion, dann noch die japanische Konsolenversion, die auch nochmal unterschiedliche Zeiten hat. Also. Die Leaderboards sind da recht komisch, aber... Klar, jeder hat seine anderen Vor- und Nachteile dort. Richtig, ja. Mein Lieblingsstage übrigens. Die Battletoad-Stage hier. Ja, so mit den Schlangen so ein bisschen. So geht's auch. Mhm. Das konnte man schon in einer NES-Version machen. Aber man kann sich auch durchklippen durch einen ganz coolen Glitch, den ich leider nicht kann. Aber ich weiß auch nicht, ob es hier in der Mega Drive-Version überhaupt geht. Sehr gut. Hier machen wir ganz viel Usage auf Rush Jet, weil wenn du auf dem Rush Jet bist und getroffen wirst, bekommst du einen kleinen Speed-Boost. Also, und das werden wir ein paar Mal ausnutzen. Ja, ist mir gerade auch nochmal aufgefallen. Und natürlich, wenn du während du den Rush Jet draußen hast und springst und nicht auf den Rush Jet drauf bist, verbrauchst du auch keine Energie. Ah, okay. Und dadurch hast du... Okay. Also auch nicht immer wieder. Es resettet quasi von vorne, ne? Ja, so ungefähr. Ich meine, die Gegner hier direkt aus Ghouls and Ghosts. Also fast. Ja. Der Schnakenmann. Wo bist du? Feig. Der größte Feind von Schlangennadeln. Ja. Kennt man ja. Hälfte der Robotmaster geschafft. Jetzt kommt die schwere Hälfte. So richtig was ganz Neues zu Mega Man angekündigt hatten sie jetzt im Moment noch nicht direkt. Es gab doch dieses Offline, wie hieß das, was jetzt gerade... Für Handys, was jetzt nochmal adaptiert wurde. Ist es für Handys? Ich glaube, es gibt auch für Steam, aber es sieht aus wie ein Handygame. Also, oder es ist die Steam-Version von dem Handygame rausgekommen. Vielleicht, das hat mich null angesprochen, leider. Ja, die haben jetzt ja wieder viel in Collections gemacht, wobei die sind ja mittlerweile sowohl bei ZX und Advent ZX angekommen, also die Spin-Offs, als auch die Battle Network-Sachen sind jetzt auch nochmal
Collector's Collection gekommen, da konnte ich jetzt noch nicht groß reinschauen. Ich habe die damals auf dem GBA aber auch ein bisschen gespielt. So, aber dieser Screen ist ganz nervig in der originalen Version, aber hier in der Version ist es einfach schneller, mit dem Rush-Jet drüber zu fliegen und so hoch wie möglich, damit Mega Man aus dem Bild ist, um Lag zu reduzieren. Ja, dieser Screen laggt schon wieder. Wir sehen schon enorm, wenn dann gerade nochmal die Pinguine unten sind, richtig, wie viel Lag nochmal hinzukommt. Und hier gab es ja einen Cutscene-Skip. Den gibt's hier auch. Der funktioniert nur ein bisschen anders. Und zwar so. Ah. Jetzt ist die Musik weg. Ja, für den Rest der Stage? Ja. In der NES-Version hat das Zeit gespart, weil die Musik nochmal ein bisschen zusätzlich Lag gespart hat. Hier kommt der Lag anders. Glaube ich nicht. Also nee. Hier sparst du damit keine Zeit. Aber du sparst halt Zeit, indem du die Cutscenes gibst schon mal. Ja, jetzt sind wir bei einem Part angekommen, wo natürlich Lag noch nicht so eine große Rolle spielt, wenn das die statischen Bildschirme sind. Den Slide kann man natürlich jederzeit machen, ne? Der kostet auch nicht irgendwie Energie. Nee. Hier von den kleinen Viechern treffen lassen, weil der große macht zu viel Schaden. Das Leben brauchen wir nicht. Fast schon ein bisschen Gradius-artig hier, ne? Mit der Stage. Es war... Oh, ich habe ein bisschen zu früh Pause gemacht. Ich hätte, während er mich getroffen hat, hätte ich Pause machen müssen. Aber okay, Stage war in Ordnung. Vor dieser letzten Sprungpassage habe ich immer ein bisschen Angst, weil wenn du ein bisschen zu langsam bist, dann holen die Dragonflies dich, dann holen die auf und hauen dich nochmal. Das ist nicht so schön. Jetzt habe ich einmal verkackt. Nicht so wild. Ja, es diese iFrames, wie du sehen kannst. Alter, aber auch wirklich. Hier kannst du ganz genau ausloten, wie viele iFrames du hast. Du kannst ja an deiner Hand abzählen fast. Ja. Also, was iFrames von den Bossen angeht, die sind halt hier viel schwerer, weil du sie nicht einfach niedermähen kannst, wie in der NES-Version. Du musst halt wirklich warten, bis du den nächsten Treffer machen kannst. Gerade wenn es laggt, dann musst du halt noch mehr warten, weil die iFrames laggen mit dir. Ja, so ein Mega Man 12 ankündigen, vielleicht mal wieder mal was probieren. Groß angelegtes 3D-Game mal. Ich meine, 11 war mega gut. Ja. No pun intended, ne? War es auch schon 2018, meine ich, gewesen. Schon wirklich 5-6 Jahre her. Ja, schon sehr lang her. Also, dass sie irgendwas da in der Richtung machen, ja, ist super natürlich mit den Collections. Und komm, Capcom macht gerade so viel oder hat so viel Erfolg mit all den Remakes und Neuauflagen und Sequels, die von Serien kommen. Wir können auch bestimmt auch Mega Man remaken. Nochmal geil. Hier brauchst du nicht den Pause-Buffer dann noch, ne? Also nee. Für der Knockback ist nicht so schlimm. Richtig, ja. Hui! Der hätte mich nicht treffen dürfen. Oh, reicht die Energie noch? Ja. Aber unschön. Ja, normalerweise skippe ich die, aber okay. Deswegen habe ich es gemacht. Okay. Da komme ich drunter. Ah, der coole Müll. Durch den ersten kann man noch drunter. Geht das zum Spiel? Ja. Das Piepen? Ja. Okay, das sind immer, wenn diese Gears da aufeinander... Okay, das hört sich enorm nach Rauchmelder an. So. Ja, ein bisschen. Holy shit, brennt hier was, dachte ich gerade. Nur nicht so laut. Aber ist dir schon aufgefallen? Guck mal, wir haben Background. Ja. Die ganze Zeit schon. Ja, ich wollte es nicht so lang ansprechen oder sowas, aber gerade, ich kann mich noch an die Mega Man 2 Wily Wars Edition erinnern, zum Beispiel beim Drachen hinten. Ja. War ja so eine Sache, gerade beim NES, wenn die großen Gegnermodelle da waren, da war einfach keine Leistung mehr, überall Hintergründe reinzupacken. Mhm. Jetzt hast du die natürlich. Ja, überall. Was sehr schön ist.
Bei den großen Gegnern gibt es so ein paar Puristen im Internet, die dann sagen, oh, aber uns gefällt es, wenn es ganz schwarz im Hintergrund ist. Das gibt dem Ganzen noch eine ganz andere Stimmung. Habe ich auch schon gehört von Leuten. Oh. Man kann die Original hier immer noch weiter spielen. Klar. No? Sparkshock. Liegt vielleicht auch daran, dass man damals mit einer Röhre aufgewachsen ist und dann dieses schöne Schwarz im Hintergrund immer so gefeiert hat. Ja, ja. Zum Glück mittlerweile, wenn du an OLEDs und andere Sachen spielst, ist das Schwarz wieder zurück. Aber ja, wer dann die ganze Zeit mit LCD-Flat-Panels gab, der dann dieses Grau im Hintergrund hatte. Mhm. Weil immer noch, kann immer noch sagen, über eine gute Röhre für solche Games geht natürlich nichts. Ja. Sieht auch einfach schön aus auf einer Röhre. Ja, also ist da, ey, schön mit einem RGB-SCART-Anschluss, ne? Ja. Gas Mega 3 hat ja auch ein super RGB. Die Bildqualität. Mhm. Mini Protoman. Er sieht ein bisschen mini aus, ja, in diesem Game. Ich glaube, ist noch kleiner als vorher. Kam mir so vor. Er war schon immer so klein. Ja. Obwohl das der große Bruder von ihm ist. Ja, nur im Alter größer, aber nicht in der Körpergröße. Ja, kennt man ja. Ja. Ah, ich will keine Drops. Dafür ist, oh, dafür ist aber alles voll. Schön an den Mario-Blöcken vorbei hier. Do not want to deal with that. Nee. Da kann man echt froh sein, dass man hier nicht warten muss, ey. Das ist hier auch ganz schlimm mit den Magneten, die dich auch noch ranziehen. Oh ja, also da hätte man einiges an Leben wahrscheinlich verbraten da. Mhm. Hier wieder der Geschwindigkeitsboost bei der Berührung. Mein Magnet auf dem Kopf hat mir nichts gebracht. Hat auch gerade Magneten rausgekackt. Ja. So ein bisschen, ne? Er hat übrigens den beschissensten Schuss. Also in der Originalversion ist der Magnet Shot richtig geil. Der ist schön schnell und trackt die Leute. Hier ist der extrem scheiße, weil er erstmal viel langsamer ist. Und er trackt nicht nur die Gegner, sondern auch die Projektile der Gegner. Wozu? Was totaler Bullshit ist. Ist doch Quatsch. Ja. Dann kannst du ihn doch gar nicht benutzen. Ja, du kannst ihn wirklich nur im Nahkampf benutzen. Musst du leider auch. Die haben sich wahrscheinlich überlegt, wenn es jetzt nicht unabsichtlich war, was können wir noch verbessern, aber was können wir auch nerven? Ja. Die hatten jetzt damals nicht unbedingt das direkte Feedback aus der Community übers Internet von allen, aber die werden bestimmt ihre Spezies gehabt haben, die was zurückgefeedbackt haben. Ja, die haben es wahrscheinlich einfach unterschätzt, wie schnell eigentlich der Magnet hätte sein sollen. Das hier ist eine sehr schwierige Stage, also sehr technisch, viele Tricks und ja, schwierig. Weil wir auch wieder hier viel Damage boosten müssen und am Ende nicht so viel Leben haben für den Boss. Hier Robo-Affen. Okay, das ist auch immerhin noch schneller, ne? Oh, Rush, komm schon, du... Dieser blöde Hund. Boah, ey. Wenn, Rush ist hier ein bisschen komisch. Also, du kannst ihn nicht überall einfach hin, spawnen, sondern der hat halt manchmal nicht Bock. Wenn es ihm ein bisschen zu eng ist, dann haut er wieder ab. Ja, dann sagst du, mach's gut, ihr Trottel. Ja. Ja. Wirklich, ey. Nein! Alter, ey, wirklich? Wie nervig. Fucker. Mitten in der Screen Transition, ja, ey. Ich spring nochmal. Okay, wir haben genug Leben. Jetzt siehst du Magnet Shot in Action. So, aber natürlich nur ganz, ganz nah dran, ne? Oh, es hat ihn getroffen. Das passiert selten.
Der wird auch auf die Hände gehen, als ich hier, ne? Ja. Bah. Yes, was für ein Quatsch, ey. Auf dem NES konntest du da durchschießen, denke ich mal, ne? Ja, ja. Nur hämmern und dann war's das. Der ist auch nicht sonderlich schwer jetzt, aber... Schwerer. Schwerer, ja. Du musst halt näher ran. Und du musst dich treffen lassen, damit es schnell geht. So, alle Robotmaster down. Jetzt kommen die Dark Robotmaster, die bösen Klone aus Mega Man 2. Es gibt noch mehr! Ja! Weil das war, glaube ich, so ein Gegenstand bei Mega Man 3, dass du da nochmal die Recycelten in Anführungsstrichen hast. Mhm. Starten mit Fragezeichen. Eigentlich ist es jetzt egal, welche Reihenfolge du nimmst, weil du hast ja eh schon alle Waffen. Mhm. Ich bevorzuge diese Reihenfolge, ja, weil meine Splits auch so sind. Wenn du da eine andere Reihenfolge nimmst, ja, das stimmt, nimmst, dann hast du deine Splits verkackt, ja. Aber ja, eine sehr schwere und nervige Stage. Gerade am Ende. So, du musst jetzt die Namen dieser Robotmaster richtig sagen. Der erste ist easy. Okay, Woodman. Richtig. Ja, der sieht aber aus wie der hier, aber verhält sich wie Woodman, ne? Ja. Wäre einfach James Woods sagen sollen, ne? Statt Woodman. Wäre ein guter Synchronsprecher für Woodman auf jeden Fall. Mhm. Das ist der Synchronsprecher von Hades bei Hercules. Mhm, ich weiß. Einer meiner Lieblings-Disney-Villains. Oh, das hier ist richtig schlimm. Ist super risky, ja. Ja, wenn du hier Drops kriegst, ist es... Deswegen bei jedem Sprung einfach gedrückt halten. Ja, alle Buttons gedrückt halten. Es bringt dein Timing so durcheinander. Ja. So, aber wir haben genug Leben, für das sollte reichen, dass wir keinen E-Tank verschwenden. Und wenn wir jetzt einen E-Tank verschwenden würden bei dem Boss, dann müssten wir noch eine kleine Detour machen. So, Alec-Man? Nein. Welcher war das? Oh, ein Feuerzeugmann. Ach so, Fireman. Nein! Heatman, Burnman. Gab's nicht auch noch einen Fireman? Nee, Fireman ist ja auch Quatsch, Feuerwehrmann. Heatman war's. Ja. Ich war den nochmal durchgegangen, da haben wir gesprochen über den Mega Man-Artikel im letzten Retro-Club-Buch. Mhm. Da gab es ja auch so Ranglisten, die Capcom aufgestellt hat, damals zum 30-jährigen Jubiläum von Mega Man 87, 88 oder wann sie es gefeiert haben dann. Und da war der auch, glaube ich, relativ weit oben. Mhm. Heatman. Gemini Man Stage, wieder mal. Der Anfang, wie immer. Also hier bei Mega Man in der Originalversion, da rushst du hier extrem schnell durch mit Magnet Shot. Da kannst du sie alle schnell klatschen und schnell sliden, und so, aber kannst du hier leider vergessen. Magnet das würde ist auch, so schlecht. Ja, wenn du das vernünftig benutzen könntest, der Lag wäre dann aber auch weniger, weil du ja die alle schon vorher kennst. Genau, ja? Genau. Da kommen gar keine Projektile und so. So, nächster Boy, wer ist es? Da haben wir... Keine Ahnung. Flashman. Flashman ist es, sagt er, die Lampe an der Hand. I guess. Oh, okay. Also, was er eher flasht, ist ja, ich entblöße mich, man, gerade so wie er da herumspringt. Nein! Menüfehler!
Habe ich gestern schon gemacht. Menüfehler, das sind schon mal 2 Sekunden weg. Ja, mehr, weil wenn du bei Rush einen Menüfehler machst, ist es noch schlimmer, weil sobald du Rush angewählt hast, muss er erstmal seine Animation machen, ob es jetzt Coil ist oder Jet. Das waren locker 3-4 Sekunden. Eieiei. Aber egal, nicht so gut. Und wir sind bei 26,20. Ist immer noch Weltrekordkurs. Noch bist du drunter. Den wirst du jetzt erraten, bevor er kommt, oder? Ist das Splashman? Splashman? Splashwoman war es. Das war Mega Man 9. Frogman. Stubbleman! Von mir aus. Da sind die Bläschen. Ja. Cutman würde ich sonst noch erkennen. Das ist Mega Man 1. Mega Man 1. Ich dachte, du magst den Zweier. Ja, aber das Ding ist bei den 8 Millionen Mans, die du hast, plus Splash Woman. Nimm die Millionen weg, sind nur 8. So. Also pro Stage dann 2 von den alten, ne? Mhm. Schon von Bayern Angelas. Oh, also früher, wo ich keine NES habe, ich habe das Nintendo-Magazin vor ein bisschen durchgelesen, weil die da die Mega Man-Bilder alle drin hatten. Mm. Konnte ich alles nicht spielen damals. Erst bei dem Kumpel später. Wer ist das? Das ist Windman? Nein, wie ist er nochmal? Turbinenmann? Tornado Man. Tornado Man war Mega Man 9. Verdammt. Also Windman ist es nicht. Stormman? Nein, das ist Quatsch, das gibt's nicht. Gleich ist er down, gleich ist zu spät. Airman! Airman? Ganz easy! Oh Gott. Airman war's. Gregor, Alter, get your shit together. Die Stabhochsprung-Menschen hier. Der wollte mir nur ausweichen, der hatte Angst. Pirate Man. Fast ein bisschen aus wie so eine Castlevania Rondo of Blood Stage hier. Wo man den Tod bekämpft bei Rondo of Blood auf dem Schiff oben. Oder hier könnte man eine Moon-Music von DuckTales brauchen. Mhm. Das hätte es auch mal 16-Bit-Remaster geben sollen, ne? Ja. Die DuckTales-Games auf Mega Drive beide. Plus die Chip und Chaps. Mhm. Die ganze Afternoon-Collection auf Mega Drive. So, das ist Drillman, natürlich. Natürlich nicht. Crashman. Crashman. Ah. Ja, den ersten musst du immer daneben schießen, damit er anfängt zu springen. Der springt halt immer, wenn du schießt. Ah, egal in welche Richtung. Richtig, den einen musst du daneben schießen und den zweiten. Der zweite trifft. Erster Whiff, zweiter trifft. Ach ja, und natürlich batteriegestützt, wie wir sehen. Also nichts mehr mit Passwörter. Mhm. Ah, of course.
sich heutzutage noch einige Leute wundern, auch Mega Man bewusst, dass du ja nicht nach oben schießen kannst. Dafür sind ja die Robot Master Weapons da. Ne? Mhm. Du sollst ja die ergänzen dann deine nicht so vielen Fähigkeiten, die du sonst hast. Richtig, ja. Deshalb ist es auch okay, wenn du nur geradeaus Zitronen verschießen kannst sonst. Kommt wieder unsere Lieblingswaffe zum Einsatz. So, das ist eindeutig Microchip Man. Fast. Metal Man. Metal Man. Ich dachte, das waren die Endgegner von X4, die alle wie Heavy Metal Leute heißen. War doch X4. Dizzy Mac Axel Slash oder irgendwie. Ja, ja, irgendwie so. So, jetzt kommt der Hallway of Pain. Das Piepen ist ganz fies, ey. Pain für die Ohren. Also, ich denke mal, gleich geht hier eine Alarmanlage los. Vor allem, es hört sich auch nicht so an, als ob es aus dem Fernseher kommt, sondern irgendwo anders. Das ist die Frequenz, I don't know. Einen Hit können wir fressen, das passt schon. Dann muss ich einen E-Tag nehmen, weil das ist der schlimmste Boss im Spiel. Der macht so viel Schaden, wenn er einen mit seinem Körper trifft. Okay, Speedman. Ah, fast. Fast richtig. Das ist Quickman. Quickman, ah, fast. Ja, weil er hatte doch genau, das war der mit der Geschwindigkeit. Ei. Deine Projektile machen nicht so viel Schaden, aber er selber. Ja gut, du hast den E-Tank ja eh schon genommen. Ja, den musste ich hier auch nehmen. Normalerweise nehme ich ihn sogar schon ein bisschen vorher, den E-Tank, also vor dem Kampf, aber ich hatte noch ein bisschen über, habe ich lieber safe. Sind die genau getimed, die E-Tanks? Also, dass du weißt, ja. Okay, mit den Damage Boosts. Also hätte ich vorhin einen E-Tank nehmen müssen in der Stage, wo ich das gesagt habe, hätte ich hier in der Stage auch einen E-Tank nehmen müssen, aber den habe ich ja zum Glück skippen können. Also, der Pausenmann erstmal, der Breakman. Mhm. Damals waren sie sich noch nicht sicher, wie der heißen soll. Erstmal sollte er ja Blues heißen. Mhm. Oder so heißt das sogar im Japanischen, oder? Das kann sein. Und ja auch alle Musik basiert ja, ganz eben. Teil. Rock, Roll, Forte. Blues. Blues. Ja. So, jetzt kommen die Wily Stages. Mega Man! Was geht ab? Was geht ab? Der Wily, der ist wieder unterwegs. Ich, Dr. Light, das kleine Männchen sagt dir, geh los. Denn dieser Screen geht definitiv schneller als bei mir zu Hause. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Dr. Wily fliegt wieder weg. Das Geräusch macht nicht das Raumschiff, sondern seine Augenbrauen, ne? Natürlich. Diese Station auch wieder gebaut hat. Ja, sieht super aus. Ja. So ein bisschen so leicht. So ein Labor will ich auch haben. Das ist so Castle Space Grayskull. So wird das auf dem Mond aussehen. Space Skull. Space Skull. Da ist wieder mehr Mega Man 1 hier. Ja, so ein bisschen. Ja, oder Green Beret. Hier gibt's ein Risky Trick in der Stage. Uff. Ich werde es probieren. I don't care. Okay. Oh. Hm. Interesting. Na, hier will er nicht. Ganz doof. Energie rentiert sich hier natürlich. Oh! Puh. Ja, das ist natürlich wirklich risky gewesen. Bin ich schon sehr häufig gestorben. Gerade am Ende des, also gerade bei den Wily Stages. Also du musst nicht nur halten in eine Richtung, sondern das Timing gut erwischen. Ja, richtig. UFO Catcher Time. Der Boss ist zum Glück ein Witz. Also einen gibt's auch in Land of Illusion auf Master System. So einen ähnlichen auch in Mega Man 2, aber nur. Ja.
dieses Schema gibt es fast in jedem Mega Man Teil, so einmal als Wily Boss. Ach, die kriegen so eine Tüte damals und dann, welche Elemente haben wir noch nicht benutzt. Mhm. Von jedem muss es einmal drin sein. Wir sind bei 36,15 Grad. Haben noch zwei oder drei Stages. Drei, oder? Mit dem Wily-Ding oben, ne? Ja. Auch ein bisschen Tetris spielen jetzt. Raus aus dem Bottich. Die Wily-Stage... blöder Hund. Die Wily-Stages sind alle relativ kurz in den Gängen. Verzeihung. Du skippst ein bisschen von der Ladder, wenn du da vernünftig mit Rush jumpst. So, und hier ein alter Kollege. Ja, da ist er. Sichello Teffel. Man kann ihn one-cyclen, ich werde es probieren. Also two-cyclen, besser gesagt. Also der One-Cycle aus Mega Man 3 NES funktioniert hier nicht. Gab's denn nicht für den. Ah, nein! Aber mach erst mal natürlich. Verdammt, kein One-Cycle. Two-Cycle. Für den. Ist hier nicht so, war das die Version für Mega Man 1 von Wily Wars, wo man quasi glitschen konnte und sich dahinter stellen kann? Oder gab es auch irgendwie mal so einen Unterschied? In Mega Man 3 konnte man. War das in 3 im Original? Ja, okay. Ja. Ich meine, es gab eine Version, wo man sich einfach. Das war halt kein Glitch. Du hast halt Damage Boost gemacht, damit du zwischen seinen Beinen gerätst. Mhm. Und dann konntest du einfach springen und alles drauf losmashen. Und das, wenn du schnell genug bist, hast du ihn in One Cycle platt gekriegt. Und da haben wir. Ja, leider habe ich den einen Schuss verfehlt. Dann wär's jetzt hier der Cycle gewesen, ne? Aber dafür. Okay. Der dritte Cycle geht zum Glück relativ fix. Das müssen wir auch nochmal anpassen. Zwischen den Spielen kann nicht immer der gleiche Rhythmus sein. So, in dieser Stage gibt's den größten RNG-Boss. Dazu kommen wir gleich. No problemo. So. Jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Unten, Mitte oder oben. Mitte. Unten wäre am besten. Oh, nein. Ah, ich habe den ersten nicht mal getroffen. Oh, aber ist ja, es wäre eh oben gewesen. Ja, schlechtestes Pattern. Bleibt er immer da oben, ja, ne? Nee, eben nicht. Also in der NES-Version startet er immer von oben. Hier ist es tatsächlich wirklich random. Ja, das ist natürlich dann gerade für uns. Oh, knapp. Aber geschafft, ungeil. Ja. Also den in One-Cycle zu kriegen, spart halt eine Menge Zeit. Wenn nicht, dann verlierst du halt extrem lang, weil er. Mitunter der größte Slowdown hier auch bei vier ungleichen Sprites. Gerade am Ende so ein großer RNG-Faktor ist ein bisschen nervig. Ja, super nervig. Du hast hier schon 40 Minuten gespielt und dann sowas. Und die Leute, die es auf die Millisekunde austariert haben, sich shit, Reset, Punkt. Am besten ist es halt, wenn er unten spawnt. Wenn er in der Mitte spawnt, kannst du es noch retten, dass du den schnellsten Cycle, also den One-Cycle, triffst. Aber ist halt ein bisschen schwerer. Ja, du musst sowieso. Aber oben ist halt unmöglich, wenn du vorher die ersten beiden probierst. Genau, wirst du so oder so erst einmal unten probieren müssen, weil es das sein kann. Es gibt ja auch keine. Wäre ja auch Quatsch, wenn du in der Mitte probierst und dann vergeigst du das deswegen.
Oder gleich nach oben. So, jetzt kommen die Refights. Ja, die werden ein bisschen schneller vonstatten gehen. Hoffen wir es doch. Diesmal bekämpfen wir ihn mit seiner Actual Weakness. Eminai Laser. Oha. Man darf bloß nicht daneben ballern, weil der Gemini Laser sorgt für extrem viel Lag. Und der ist halt lang auf dem Screen und bounced hin und her. Okay, die Nadeln wieder. Den Schlangenmann. Hey! Das, man nennt mich auch den Shuriken. Ups. Ah, da. Ah, ah, ah. Menuing. Menu ist echt schlimm in diesem Game. Aber es war's schon immer bei Mega Man 3. Da. Ist einfach nach oben gegangen. Uff. Schon, Mann. Will noch zwei? Jo. Sich einfach an keine Regeln hält, Projektile durch die Wand durch. Darf ich aber auch. Hast That's not allowed. Psst, haben wir nichts von gesagt. Oh, hat mir aber auch keiner verboten. So, wie viele Formen haben wir gleich? Zwei. Nee, drei. Oder das Raumschiff auch noch. Weil wir können es in den nächsten Minuten bereit machen dann für Time, ne? Ja, ich sag's an. Hier in One Cycle zu kriegen ist extrem schwer, aber ich werde es probieren. Ich fahre noch nicht mal auf dem Bildschirm. Ach, verdammt. Ja, man muss die Schüsse, man darf nicht zu schnell ballern in der Luft, die Sparkshots. Mhm. Es ist halt schwer, in der Luft getimte zwei klar, absolut. Projektile drauf zu ballern. Das musst du zweimal machen, dann geht er down. Es war ja gar nicht. Es war ja nicht Dr. Wily, das war Robo Wily. So, Final Boss. Die Items brauchen wir doch nicht. Vier doch nicht. Können uns schon mal bereit machen für Teilen. Und... Ups, falsch. Time. Time. 45, 44. Herzlichen Glückwunsch. Hey, also eine Minute über meiner PB. Ja, bist halt nicht
perfekt gelaufen, aber ich bin eigentlich zufrieden. Also der Anfang war ein bisschen blöd, aber danach ging es eigentlich. Ja, du kannst natürlich noch mal ausloten, was es hier beim Abspann ist natürlich relativ egal, wenn die japanische Schrift ein bisschen schneller abläuft. Aber wir hatten ja auch noch diese eine Cutscene, die ja noch mal ein bisschen was rausgeholt hat. Aber ey, also du übst es ja schon seit längerer Zeit. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn die Leute dann so gut durchkommen hier. Und es macht halt auch Spaß, dieses Spiel zu trainieren. Es macht halt mega viel Laune. Und ja, es ist halt schön, kleine Tricks dazu zu lernen, kleine Timesaves, das macht halt wirklich Spaß an diesem Spiel. Hast du einen Unterschied sonst außer der Schrift jetzt mit der japanischen Ausgabe gemerkt? Eigentlich nicht, nö. Auch die Menüs nach dem Weapon Equip waren genauso lang. Also eigentlich nur diese eine Cutscene war ein Tick schneller. Ja, muss natürlich aufpassen bei den anderen Versionen. In Amerika war es nur ein Download, meine ich, den man sich damals für das Mega Drive oder Sega Genesis, Sega Net, wie darum es hieß, gegeben hat. Aber physische Version, ich hatte damals auch nur die PAL-Version natürlich daheim. Da ist man wesentlich langsamer unterwegs gewesen. Das bringt natürlich auch für den Speedrun nicht groß oder viel was. Wirst du auch dann mit der Wily Wars-Ausgabe auch die anderen Rockmans oder die Megamans dann machen? Ich weiß nicht. Ich habe ja, bevor ich überhaupt das Speedrun angefangen habe, habe ich Teil 1 bis 3 in der Wily Wars zu Hause gestreamt, alle durchgespielt und boah, der zweite ist total widerlich. In dieser Version meinst du? Ja, in dieser Version. Also ist zwar wunderschön, aber extrem schwer. Weil die Iframes, ich bin die halt gewohnt von Original 2 und ja, gerade dieser eine Boss am Ende, dieser Wily-Boss mit den Schaltern hinter diesen Mauern, die du aufbomben musst, der ist halt extrem schlimm in der Wily-Boss. Ja, das ist natürlich verständlich, gerade wenn du so von den Speedruns her guckst. Übrigens, das, was ihr da gerade seht, sind auch die Schöpfer. Naja, genau. Also die Namen, die man unterhalb der Bosse da sieht. Das war ja auch eines der Spiele, die durch den Aufruf, durch den Wettbewerb entstanden sind. Ab dem zweiten Teil konnten die Kids damals in Japan oder die Junggebliebenen dann eigene Designs für die Robot Master einschicken und wurden auch namentlich dann genannt. Dementsprechend als die Robot Master Designs, die natürlich adaptiert wurden dann aber. Und Bum Bum hat die Maus gemacht, die Musik gemacht. Und Kiro Kiro, der Doppelfrosch, hat programmiert. Da haben wir noch, oh, Enough King, das ist eine Inafune natürlich. Ja, ne? Natürlich. Auch viele Namen, die natürlich dann nochmal so ein bisschen adaptiert wurden. Ich glaube, es war auch damals, viele dieser japanischen Publisher haben gesagt, hier benutzt lieber Künstlernamen, damit ihr nicht uns abgeworben werdet. Ja. Schreibt bloß nicht eure richtigen Namen rein für den Credit in die Spiele. Was aber gar nicht so schlau ist. Nee, siehe Konami und Castlevania. Es ist nicht wirklich so schlau, wenn du hier dann die Kobavins und Aribons da alle hast. Ja. Manche haben das dann versteckt im Code. Aber sehr, sehr schön. Also wenn ihr da draußen noch Meinungen und Eindrücke habt, nicht nur zu Wily Wars, sondern auch zum Speedrun hier. Es wird natürlich nicht auf lange Sicht das letzte sein, was wir hier machen. Ich freue mich schon, jetzt darf ich jetzt das nächste Spiel trainieren. Ich weiß aber noch nicht, was es sein wird. Ja, eher wieder ein bisschen Richtung Retro oder ist was Aktuelles bei dir im Blick? Ich weiß es nicht, mal gucken. Auf jeden Fall wirst du ja bald auch hier Cyber Shadow Run. Natürlich. 100%. Natürlich. Hast du ja versprochen. 100% blindfolded. Ja. Ja. April ist schon lange dann her. Unter anderem, wir werden natürlich sehen, was wir machen können. Wenn ihr euch gerne bewerben wollt, ihr wisst Bescheid, speedrandale@rocketbeans.tv oder meldet euch direkt bei Sieger hier @simiclove bei Twitter respektive X oder twitch.tv/simiclove101 und ja, wir sind gespannt darauf, was ihr noch weiter hier machen werdet und ihr könnt gespannt drauf sein, was wir da machen. Wir sagen bis dahin aber danke und tschüss. Bye bye.